Oh, ihr seid ja ganz schön viele Kinder heute Nachmittag hier. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Michael, ich bin Zauberkünstler und ich möchte euch nun entführen in die Welt der Zauberei. Und ich würde vorschlagen, damit ich auch weiß, wer ihr seid, machen wir ein kleines Spielchen. Ich zähle bis drei und bei drei ruft ihr alle euren Vornamen. Wollen wir das mal versuchen? Ja? Wer seinen Namen nicht kennt, kann auch den Namen von der Großmutter nehmen. Das fällt gar nicht auf bei so vielen Leuten hier. Okay, ihr seid bereit? Moment. Wem es zu laut wird, der nimmt sich die Finger und steckt sich die Finger in die Ohren. Denn es wird jetzt bestimmt ganz schön laut bei euch hier, bei so vielen Kindern. Wollen wir das mal versuchen? Also bei drei? Ich bin gespannt. Eins, zwei, drei. Oh, okay, dann können wir ja jetzt loslegen. Was brauchen wir denn zum Zaubern? Habt ihr eine Idee? Was? Zauberstab, genau. Ich habe ganz viele Zauberstäbe mitgebracht. Ich habe sie in der Zauberkiste. Ich guck mal nach. Ach, vielleicht nehmen wir mal den großen Zauberstab. Okay, was könnten wir noch gebrauchen? Habt ihr eine Idee? Ein Zauberhut, genau. Ein Zauberhut habe ich auch mitgebracht. Da ist noch ein Zauberhut. Und was auch nicht schlecht ist, ist ein bisschen Zaubersalz. Guck mal, ich habe ein bisschen Zaubersalz mitgebracht. Ich mache mal kurz ein bisschen hier auf den Zauberstab. Okay, und was wir auch noch gebrauchen könnten, da bräuchte ich jetzt eure Hilfe. Und zwar einen Zauberspruch. Und ich würde vorschlagen, ihr seid so viele Kinder, den Zauber... Nee, ich habe eine viel bessere Idee. Den Zauberspruch rufen wir gemeinsam bei drei. Ja? Ich zähle bis drei und bei drei ruft ihr alle mal Zauberei. Wir probieren das gerade mal aus. Ja? Okay. Also unser Zauberspruch heute Nachmittag ist Zauberei. Ganz einfach. Kann sich jeder merken. Okay, ihr seid bereit? Okay. Eins, zwei, drei. Zauberei. Oh, was ist das denn? Ein Blumenstrauß. Oh je. Aber mit dem Blumenstrauß kann man nicht gut zaubern, oder? Was meint ihr? Ich glaube, warte mal, ich guck mal, aber ich habe jetzt, Gott sei Dank, warte mal, ich stell die Blumen mal hier hinten rein. Guck mal, ihr werdet es nicht glauben, ich habe noch einen kleinen Zauberstab mitgebracht. Und mit diesem Zauberstab kann man viel besser zaubern, meint ihr nicht auch? Ja, okay. So, für mein erstes Kunststück, was ich mitgebracht habe, bräuchte ich mal jemanden, der mir mal hilft. Magst du mal zu mir kommen? Ja. Komm mal hier rüber auf die Seite. Hier ist eine Treppe. Ich empfange dich. Komm mal zu mir. Hallo. Sobald du hier oben kommst, hier oben auf der Bühne bist, dann bekommst du einen riesen Applaus. Ich höre ihn schon. Hallo. Komm mal zu mir. Wir werden jetzt zaubern und du darfst mir ein bisschen helfen. Okay? Komm mal hier rüber auf die Seite. Okay. Wir brauchen noch etwas zum Zaubern. Und zwar, ich habe ein paar Tücher mitgebracht. Guck mal. Wollen wir mal gucken, wie viele das sind? Wollt ihr mitzählen? Ja? Okay, ich bin gespannt. Und du hältst die Tücher mal fest. Eins, zwei, drei, ich bin gespannt, vier, halt nur die anderen Hand noch, fünf, sind ganz viele, acht, okay, einmal gut festhalten, wir brauchen noch etwas, wir brauchen einen Regenschirm, habt ihr einen Regenschirm hier irgendwo mitgebracht? Ja, du hast schon gesehen, ich habe einen Regenschirm mitgebracht, guck mal. Ich habe extra einen Kinderschirm mitgebracht für euch. Gefällt er euch? Da sind Teddybären drauf. Guck mal. Den Schirm brauchen wir auch noch. Und wir brauchen die Tücher. Ich würde den Schirm jetzt gerne mal zusammen machen und irgendwo reinstecken. Wo könnten wir den reinstecken? Habt ihr eine Idee? Nee, warte mal. Ach, ja, guck mal. Guck mal. Ich habe hier so eine Strandmatte mitgebracht. Da wickeln wir den hier mal hinein, dass er nicht verloren geht. Den brauchen wir nämlich jetzt gleich für dieses Kunststück. Ich lege ihn mal ganz kurz hier rüber. Okay. So, wir brauchen jetzt die Tücher. Die darfst du mal hier reinstecken in den Beutel. Tada! Okay, steck sie richtig tief rein. Ja, mit Handschuhen geht's nicht so gut, ne? Okay, guck mal. Hier habe ich ein bisschen Zaubersalz. Du darfst mal ein bisschen Zaubersalz da oben reinmachen. So. Tada! Ja, super. Okay. Okay, ich denke mal, das reicht. Okay, so. Jetzt nimmst du den Zauberstab. Jetzt darfst du eine magische Bewegung machen. Ich zähle bis drei. Und bei drei rufen wir den Zauberspruch. Ihr seid bereit? Okay, ich bin gespannt, was passiert. Komm ein bisschen näher. Eins, zwei, drei. Zauberei. Was ist das denn? Oh, guck mal, was du gemacht hast. Was ist das denn? Das ist ja von unserem Regenschirm. Wollen wir mal gucken, ob der noch da ist? Ich bin gespannt, was das ist. Boah, der ist noch da. Ich dachte schon, der wäre verschwunden. Haben wir mal Glück gehabt, ne? Ah, er ist noch da. Oh, was ist das denn?
Schaut mal. Oh, Gott sei Dank, guck mal, da sind unsere Tücher angekommen. Jetzt haben wir, das ist ja lustig bei euch hier. Guck mal, jetzt haben wir keinen Regenschirm mehr, jetzt haben wir einen Sonnenschirm. Okay, vielen Dank fürs Helfen. Bleib mal kurz hier. Ein Lutscher für mich. Und ein Riesenapplaus für meine Assistentin. Nimm wieder, geh wieder runter. Schön aufpassen bei der Treppe. Tada. Okay. Ach, das ist ja lustig hier. Ein schönes Bild hier mit dem Regenschirm, mit dem Sonnenschirm. Hoffentlich fängt es nicht an zu regnen, ne? Dann werde ich nass. Ich stell's mal kurz hier rüber. Okay. Ich würde jetzt gerne mit euch noch was zaubern. Und zwar, malt ihr gerne? Ja? Ich auch. Ich habe ein Malbuch mitgebracht, aber in dem Malbuch sind leider keine Bilder drin. Was machen wir denn? Habt ihr eine Idee? Ha? Wollen wir reinzaubern? Okay, wollt ihr dabei helfen? Okay, super. Dann nimmt mal jeder von euch einen Finger. Habt ihr alle einen Finger mitgebracht? Ja. Okay, super. Jeder nimmt einen Finger und malt mal ein Tierchen in die Luft. Am besten so ein paar Zootiere. Jeder malt mal ein Tierchen in die Luft. Ja, super, ja. Ein Elefant wird da gemalt, sehe ich gerade mit einem langen Rüssel. Eine Giraffe. Okay. Habt ihr alle? Einfach so in die Luft malen, so. Okay, jetzt fangt ihr das Tierchen. Haltet es gut fest. Habt ihr alle? Okay, ich mache ein bisschen Zaubersalz oben auf das Buch. Und wir brauchen noch einen Zauberstift. Da ist er. Und ich mache eine magische Bewegung. Bei drei schmeißt ihr das Tier nach hier vorne. Ich fange es auf. Eins, zwei, drei. Zauberei. Schaut mal, ich bin gespannt. Boah, schaut mal. Boah, den Löwen habe ich auch gesehen. Boah, wer hat den Tiger gemalt? Wer hat die Giraffe gemalt? Boah, aber da fehlt noch was. Was fehlt da noch? Hä? Was fehlt da noch? Die Farbe. Wollen wir die Farbe auch noch reinzaubern? Okay. Wollen wir das wieder mit dem Finger machen? Okay, jeder nimmt einen Finger. Okay, jetzt ruppelt da ein bisschen Farbe ab von der Klamotte. Schön bunt, alle Farben. Ja, was ein tolles Bild. Ja, super. Nicht so dolle ruppeln, dann geht der Finger. Okay. So, Achtung. Jetzt nach oben nehmen. Gut festhalten. Ich mache noch ein bisschen Zaubersalz oben drauf. Und bei drei schmeißt es nach hier vorne. Ich bin gespannt. Eins, zwei, drei. Und dann schauen wir mal. Wollen wir mal reingucken? Boah, ich bin gespannt. Boah. Oh, wer hat da weiß geschmissen? Es sind auch ein paar weiße Seiten. Aber guck mal, alle Farben sind fast angekommen. Habt ihr eure Farben gesehen? Boah. Boah. Cool. Okay. So, für mein nächstes Kunststück, was ich mitgebracht habe, bräuchte ich wieder einen Assistenten. Und da, ja, warte mal, wer nehmen wir denn? Ja, du bist die, ja, der Osterhase. Der Osterhase hier im Weihnachtsmarkt. Komm mal mit mir. Komm hier rüber auf die Treppe. Hallo. Sobald du hier oben bist, bekommst du einen riesen Applaus. Ich höre schon. Ja, da hat sich noch ein Kind verirrt. Ja, super. Komm hier rüber. Hier rüber auf die Seite. Okay, da ist noch jemand angekommen. Noch, ja, super. Noch einen riesen Applaus. Ja, super. Okay, wir zaubern jetzt gemeinsam, wir zwei, drei. Okay, ich würde jetzt gerne, ich habe ein bisschen Hunger. Habt ihr Hunger? Ja? Wollen wir was Süßes zaubern? Ja? Was wollen wir denn zaubern? Habt ihr eine Idee? Schokolade ist eine gute Idee. Oder wie wäre es mit einem Zauberkuchen? Ja? Okay, weil ich hab nämlich ein paar Zutaten mitgebracht. Ich habe auch einen Topf mitgebracht, guck mal, hier ist der Topf, den darfst du schon mal festhalten. Und guck mal, ich habe auch eine Zaubermütze mitgebracht. Guck mal. Darf ich die mal kurz aufsetzen? Nein. Okay. Dann setzen wir die mal wieder auf. Das wird lustig. Geht das? Warte mal. Das sieht lustig aus. So. Okay. So, wir brauchen ein paar Zutaten. Ich habe ein paar Zutaten mitgebracht. Mal gucken, was wir hier so haben. Was kommt denn in den Zauberkuchen rein? Mehl? Okay. Du darfst mal ein bisschen Mehl hier reinmachen. In den Topf. Ja, super. Okay, du darfst auch gleich helfen. Ja, super, nimm ruhig ein bisschen mehr. So, das sind richtige Zutaten. Okay, halt mal den Topf fest. Mal gucken, was wir noch hier so haben. Guck mal, was haben wir denn hier noch? Guck mal, würdest du das mal kurz festhalten? Ich glaube, das ist Backpulver. Ich mache erstmal ein bisschen Zucker rein. Guck mal, ich habe noch ein bisschen Zucker mitgebracht. Ich bin gespannt, was das wird.
Achtung, ein bisschen Zucker. Okay. So, mal gucken, was wir noch hier so haben. Was ist das denn? Eier, wollen wir Eier reinmachen? Ja, im echten Kuchen kommen auch Eier rein, ihr habt recht. Okay, ein Ei, Achtung, es kommt. Gut festhalten jetzt, ist ein echtes Ei. Jups. Okay. Ein zweites, hä? Was denn? Ja, wir machen es mit Schale, ich bin gespannt, was draus wird. Halt gut fest, wir machen noch ein zweites Ei dazu. Achtung. Ja. Okay, so, jetzt machen wir das Backpulver noch da rein. Lass mal festhalten. Magst du das da reinmachen? Guck mal, mach mal da rein. Kipp mal da rein. Ja, super. Ja, super. Nimm mal alles. Komm. Macht nichts. Macht nichts. Halt mal gut fest. So. Ja, jetzt würde ich gerne umrühren. Ich glaube, jetzt müssen wir umrühren, hä? Aber das machen wir nicht mit dem Finger. Dazu nehmen wir einen Löffel, oder? Oder macht ihr das zu Hause mit dem Finger? Nein. Nein. Okay, ich habe einen Löffel mitgebracht. Warte mal. Guck mal, wo er ist. Du darfst vielleicht schon. Guck mal, nimm mal das Zaubersalz. Jetzt brauchen wir jetzt gleich. Ich hol mal den Löffel. Warte mal. Oh, ich habe gar keinen Löffel mitgebracht. Ich habe keinen Löffel mitgebracht. Ich habe nur einen Zauberstab. Auch mit dem Zauberstab geht das auch, oder? Oder? Ne, mit dem Zauberstab geht es nicht gut. Oh, es geht. Da ist ja doch ein Löffel. Okay. Nimm mal den Löffel. Rühr mal um. Mach die Eierschale mal ein bisschen klein. Ja, klopfen mal ein bisschen drauf so. Ja, super. Guck mal. Jetzt haben wir eine schöne Pampe hier vorne. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal lieber den Deckel drauf. Ne? Halt mal fest. Ja, da ist noch ein großes Ei. Halt mal fest. Einmal den Topf festhalten. Ich hole noch den Deckel. Den Löffel machen wir weg. Du darfst schon mal ein bisschen Zaubersalz da reinmachen. Mach mal ein bisschen Salz da rein. Okay, ich bin gespannt, was draus wird. Ihr auch? Hm? Seid ihr gespannt? Ich bin gespannt. Okay, super. Ich denke mal, das reicht. Okay. So, wir machen noch einen Deckel drauf. Wir machen noch den Deckel drauf. So, und jetzt brauchen wir noch den Zauberstab. Warte. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, da ist er. Okay. Tja. So, guck mal. Du darfst jetzt den Zauberstab nehmen. Machst eine kreisende Bewegung. Ich zähle bis drei. Und bei drei... Was denn? Hä, was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Schön aufpassen. Was ist das denn? Hatte ich vergessen zu sagen. Du musst ihn auf der anderen Seite festhalten. Du musst ihn da festhalten. Hatte ich vergessen zu sagen. Entschuldigung, du musst ihn da nehmen. Sonst fällt er. Okay, ich zähle bis drei. Und bei drei... Was ist das denn? Hä? Warte mal, wie war das? Auf der Seite? Oder der Seite? Oder hier? Oder in der Mitte? Oh, nee, war... Irgendwie geht das mit dem nicht. Entschuldigung, ich hab falsch. Guck mal, das ist er. Guck mal, vorsichtig. Ja, nimm ihn vorsichtig. Okay, du machst eine magische... Nimm ihn so. So, du machst eine magische Bewegung. Ich zähle bis drei und bei drei rufen wir den Zauberspruch. Ich bin gespannt, was wird. Ihr auch? Okay, eins, zwei, drei. Zauberei! Boah, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Zauberkuchen! Oh, ich wollte aber einen echten Kuchen haben. Aber jetzt haben wir nur einen Zauberkuchen, ist auch nicht schlecht, ha? Nehmen wir auch. Okay, ich stelle ihn mal hier rüber. Das ist ja lustig bei euch heute. Okay. So, vielen Dank fürs Helfen. Ihr bekommt einen riesen Applaus. Guck mal, das ist für dich. Guck mal, das ist für dich. Und ihr dürft wieder runtergehen. Vielen Dank fürs Helfen. Schön aufpassen bei der Treppe. So, wollen wir noch was zaubern? Ja. Okay, dann suche ich mir jemanden aus, der mir hilft. Ja. Ja, du. Du darfst zu mir kommen. Komm zu mir, sobald du hier oben bist, bekommst du einen riesen Applaus. Ich höre ihn schon. Achtung, sobald du hier oben bist. Hallo. Hallo, gut. Okay, komm hier rüber auf die Seite. So, für das nächste Kunststück brauchen wir wieder ein paar Tücher. Ich habe ein paar Tücher mitgebracht. Moment. Oh, könnt ihr das riechen? Oh, es stinkt gerade voll hier. Kannst du das... Oh, was ist das denn? Boah, das stinkt voll. Könnt ihr das riechen? Oh, was ist das denn? Igitt. Ich mag dann... Oh. Nee, ich glaube, es kommt aus dem Beutel. Würdest du mal für mich reinfassen? Das ist so ekelhaft. Ich möchte da nicht reinfassen. Ja,
Würdest du mal kurz reinfassen für mich? So ekelhaft. Hol's mal raus. Was ist da drinnen? Ikit! Was ist das denn? Ikit! Das sind ganz schmutzige Tücher. Ich mag sie nicht anfassen. Halt sie mir kurz fest. Aber mit diesen schmutzigen Tüchern kann man nicht zaubern, oder? Ikit. Ich mag sie gar nicht anfassen. Wollen wir sie jetzt sauber zaubern? Ja? Habt ihr eine Waschmaschine mitgebracht? Nein, wieso nicht? Die ist zu schwer, ja. Aber zum Glück, oder ich habe eine viel bessere Idee. Wollen wir das in den Beutel hier drin machen? Nehmen wir das als Waschmaschine. Stopp's mal rein. Ich habe auch ein bisschen Waschpulver mitgebracht. Ich hol's mal gerade. Stopp mal die Tücher alle rein. Ich hol mal das Waschpulver. Ja, stopp's hier rein. Ja, mit dem Handschuh gar nicht so einfach, gell? Okay, guck mal. Ich mach mal ein bisschen Waschpulver da oben rein. Persil? Ich bin gespannt, was draus wird. Ein bisschen Waschpulver. Okay, ich denke mal, das reicht. Okay, so, wir brauchen noch einen Zauberstab für dieses Kunststück. Guck mal, da ist er. Den darfst du nehmen. Und jetzt machst du eine magische Bewegung. Ich zähle bis drei und bei drei rufen wir gemeinsam den Zauberspruch. Ich bin gespannt, was draus wird. Ihr seid bereit? Okay, 1, 2, 3. Zauberball! Also, was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Nein! Nicht Tücher werde klein, Tücher werde rein. Oh, ich glaube, die sind ja eingegangen, voll eingegangen. Aber mit diesen kleinen Tüchern kann man nicht gut zaubern, oder? Nee. Warte mal, wir stopfen die nochmal rein. Wir machen das nochmal mit dem Zauberstab. 1, 2, 3. Zauberei! Ha, jetzt hat's funktioniert. Was ist das denn? 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 Hallo? Das muss ich... Was ist das denn? Was ist das denn? Aber wo sind denn so Tücher? Hallo? Aha! Ja, fass mal rein. Guck mal, ich hab schon was gesehen. Fass mal rein und hol sie mal raus. Ja, guck mal, es hat funktioniert. Guck mal, die Tücher sind rein. Hat ja doch noch gewirkt, das Waschpulver. Ja, ihr wollt reingucken. Ja, da ist auch nichts. Okay, vielen Dank fürs Helfen. Hast du gut gemacht? Vielen Dank. Bleib mal stehen, du bekommst noch was von mir. Und du bekommst natürlich auch einen riesen Applaus. Ich höre ihn schon. Guck mal, das ist für dich. Gehst du wieder runter auf deinen Platz? Ja, super. Okay. Wollt ihr noch was zaubern? Okay. Dann suche ich mir jemand aus, vielleicht von den Hinternen rein. Ja, komm zu mir. So, ich habe schon jemanden gefunden. Ein Kunststück haben wir noch. Okay, komm mal zu mir. Hallo. Sobald du oben bist, bekommst du einen riesen Applaus. Ich will ihn schon. Komm hier rüber auf die Seite. So, ich würde jetzt gerne noch was zaubern. Und zwar dazu bräuchten wir noch, warte mal, diese Box. Wir machen noch was mit dieser Box. Du darfst die Box schon mal hier oben, darfst du schon mal aufmachen. Guck mal, da darfst du schon mal aufmachen. Okay. So, wir brauchen für dieses Kunststück, brauchen wir noch einen Würfel. Ich habe noch einen Würfel mitgebracht. Ich habe ihn hier in dem Zylinder drin. Guck mal. Hier habe ich einen Würfel mitgebracht. Ich habe extra einen großen Würfel mitgebracht, damit wir den auch gut sehen kann. Okay? Ich lege ihn noch mal kurz hier rein. Okay, komm mal auf die andere Seite. Ich nehme mal die Würfel hier raus und stecke ihn mal hier rein. So, du darfst jetzt mal das Zaubersalz nehmen. Oder nimm erstmal den Zauberstab. Tada! Wo ist das Zaubersalz? Wo ist es? Da ist es. Okay, du darfst mal ein bisschen Zaubersalz hier oben reinmachen in die Box. Da ein bisschen Zaubersalz auf den Würfel. Ja, super. Okay, richtig gut und so. Guck mal. Okay. So, jetzt nimmst du den Zauberstab. Ja, super. Okay. Machst eine magische Bewegung. Ich halte die Box fest. Ich zähle bis drei und bei drei rufen wir den Zauberspruch. Ihr seid bereit? Okay. Ich nehme die Box vielleicht noch hier oben, dann können wir dich besser sehen. Komm hier rüber auf die Seite. Okay. So, du machst die magische Bewegung. 1, 2,
drei. Zauberei. Tada. Er ist verschwunden. Hä? Was, andere Seite? Soll ich hier rüberlaufen? Hm? Ihr wollt da reingucken? Moment, Moment. Für euch mache ich auch die Seite auf. Ist nix. Hab ich. Ist nix. Ihr meint die andere Seite? Okay, aber nur für euch. Andere Seite? Ist auch nix. Ist nix. Hab ich doch. Moment, Moment. Moment. Aber nur für euch. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Haha. Nix mehr drinne. Hä? Auch noch da aufmachen und dann? Dachte, er wäre noch da drinne. Nein, wir haben ihn doch weggezaubert. Wir haben ihn doch weggezaubert. Was meint ihr, wo könnte er angekommen sein? In meinem Hut, genau. In meinem Hut. Nein, da ist er nicht. Da ist er nicht. Oder warte mal. Oder vielleicht ist er da drüben an. Oh, was ist das denn? Moment, guck mal. Oh, guck mal. Der ist in den Zylinder reingewandert. Nimm ihn mal raus. Und halt ihn mal nach oben. Wow, cool. Ein Riesenapplaus. Oh, wir legen wieder rein. Da haben wir ja Glück gehabt, dass er wieder angekommen ist, in den Zylinder. Guck mal, das ist für dich. Und ein Riesenapplaus. Ein Lutscher ist da drin. So, ein... Ja, okay. Ich würde jetzt noch gerne was zaubern. Und dazu, ja genau, brauche ich wieder einen Assistenten. Oder Assistentin. Ich suche mir jemand auf. Ja, wen haben wir denn da? Ja, hier drüben, du bist so toll angemalt. Komm mal zu mir nach oben. Hallo? Ja, komm zu mir. So, komm hier rüber auf die Seite. So, mein nächstes Kunststück, was ich mitgebracht habe. Wir brauchen noch, da darfst du mir ein bisschen helfen beim Zaubern, okay? Wir brauchen ein bisschen Musik. Die geht jetzt los. Und wir zaubern jetzt gemeinsam. Und ihr dürft wieder helfen, okay? Okay, mal schauen, ob die Musik kommt. Ja, gleich kommt sie. Schau mal, dann kommt die Musik. Guck mal, ich habe einen Bilderrahmen mitgebracht. Ich hole ihn mal gerade, ja? Ich habe einen Holzrahmen mitgebracht. Guck mal, der ist hier drüben. Bleib stehen, ich komme rüber zu dir. Schau mal. Du darfst alles genau anschauen. Da ist ein Glas drin, genau. Guck mal, da darfst du mal durchgucken. Und da darfst du mal winken. Wink mal den Zuschauern. Ja, super. Okay, guck mal, du darfst mal an der Seite hier draufklopfen. Klopf mal ganz vorsichtig drauf. Einmal hier so draufklopfen. Ja, super. Okay. Wir brauchen diesen Rahmen. Stell den mal kurz hier rauf. Und guck mal, jetzt habe ich hier noch so ein kleines Blättchen mitgebracht. Das darfst du mal kurz in die Hand nehmen. Okay. Da kann man die Hand durchstecken. Guck mal. Machst das mal so. Da kann man winken. Steck mal dein Händchen durch. Und wink mal. Wink mal. Okay, nimm sie wieder raus. Okay. Guck mal. Wir nehmen jetzt das Blättchen, das machen wir jetzt mal hier hinten dran. Und du darfst das Blättchen, ja, guck mal, du darfst es von der anderen Seite machen. Komm hier rauf, komm nach vorne. Ja, super. Okay, hier vorne rauf machen. Okay, super. Okay. So, jetzt brauchen wir noch den Zauberstab, den nimmst du wieder. Schau mal, da ist er. Okay, ich stelle das mal kurz auf den Rahmen hier drauf. Und wir brauchen noch etwas, wir brauchen noch... Eine Kugel. Hast du eine Kugel mitgebracht? Nee, aber guck mal, hinter deinem Ohr ist was. Guck mal da. Ein Ball. Den brauchen wir jetzt noch. Okay, und ich brauche eure Hilfe. Bei drei rufen wir den Zauberspruch. Ihr seid bereit? Okay, dann schauen wir, was passiert. Wir schauen nochmal. Musik läuft weiter. Eins, zwei. Du machst die magische Bewegung mit deinem Zauberstab. Eins, zwei, drei. Zauberei! Oh, die ist durch. Die Kugel ist durch das Glas gedrungen. Das kann nicht sein, oder? Warte mal, wir gucken noch mal. Das kann nicht sein. Warte mal, wir gucken uns das noch mal an. Guck noch mal genau hin. Du bist so nah dran. Warte mal. Moment.
Wollen wir das nochmal machen? Okay. Okay, dann machen wir das nochmal. Ich bin gespannt. Vielleicht hast du ein Tuch mitgebracht? Nee, guck mal, da ist eins. Ups. Mach mal das mit dem Tuch. Achtung. Du bist bereit? Du darfst mal draufklopfen. Klopf mal hier drauf. Alles gut? Okay. Bei drei. Ihr seid bereit? Okay, du machst die magische Bewegung. Eins, zwei, drei. Zauberei! Moment, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Moment, einmal noch. Nimmst du noch den Zauberstab, machst eine magische Bewegung Richtung Glasscheibe. Ich zähle bis drei und bei drei passiert es. Eins, zwei, drei, Zauberei! Oh mein Gott! Aber nicht nachmachen zu Hause. Oh, was ist das denn? Oh. Was ist das denn? Moment. Oh, warte mal. Warte mal. Vielleicht müssen wir nochmal den Zauberspruch rufen. Bei drei. Achtung, ihr seid bereit? Eins, zwei, drei, Zauberei! So, vielen Dank fürs Helfen. Du bekommst noch was von mir? Haben wir noch einen? Ja, da ist er. Ein Lutscher für dich. Und ein Riesenapplaus für dich. Vielen Dank fürs Helfen. Schön aufpassen bei der Treppe. Okay. Wollen wir noch ein was? Ein was habe ich noch. Ein was habe ich noch. Okay. Und dazu bräuchte ich jetzt mal jemand von hier drüben. Ja, wie nehmen wir denn? Ja, du. Du bist genau der Richtige. Komm zu mir. Nach oben. Und sobald du hier oben bist, bekommst du einen Riesenapplaus. Nee. Ja, komm. Wo ist er denn? Hier. Die junge Dame. Okay. Komm zu mir. Ein Riesenapplaus für dich. Hallo. Wir werden jetzt gemeinsam zaubern. Und dazu machen wir uns noch ein bisschen zauberhafte Musik. Eins vor. Okay, wir brauchen noch einen Tisch. Guck mal, wir brauchen noch den Tisch. Und wir brauchen den Zauberstab. Den darfst du schon mal in die Hand nehmen. Und das Zaubersalz. Jetzt darfst du ein bisschen Zaubersalz auf den Tisch machen. Mach mal ein bisschen auf den Tisch. Ja, super. In jede Ecke, auch hier hinten drüber. Okay. Super. Jetzt nimmst du den Zauberstab, machst eine magische Bewegung über den Tisch, über der Tischdecke. Ich halte mal die Tischdecke fest. Ich zähle bis drei und bei drei rufen wir den Zauberspruch. Ihr seid bereit? Okay, ich bin gespannt. Eins, zwei, drei. Zauberei! Boah, was ist das denn? Moment, Moment, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, dann nicht so hoch schweben. Lass ihn nochmal runterschweben. Lass ihn nochmal runterschweben. Runterschweben, nicht hier, nicht hier rüberschweben. Runterschweben. Lass ihn nochmal. Moment, Moment, Hilfe! Hilfe! Was ist das denn? Ja, ihr seid lustig, loslassen. Moment. Hallo, nicht so. Lass ihn nochmal runter. Lass ihn nochmal runterschweben. Lass ihn nochmal runterschweben. Lass ihn nochmal runter. Lass ihn bitte. Okay. Wir machen es nochmal. Vielleicht nehmen wir die Box noch dazu. Guck mal, wir stellen noch die Box hier oben drauf. Und jetzt nehmen wir mal beide die Tischdecke. Halt mal beide die Tischdecke fest. Ich nehme die andere Seite. Ich lasse auch gleich mal los. Ihr wollt nicht loslassen, gell? Okay, du hältst gut fest. Bei drei. Eins, zwei, drei. Zauberei. Oh, was ist das denn? Moment. Moment, Moment, wir machen mal so. Nehmen mal die Hand. Gleich lass es so. Mach mal so. Halt die Tischdecke noch mal fest. Wir machen mal so. Machen wir so. Okay, du hältst mal gut fest, nicht loslassen. Okay, für euch, aber nur für euch. Gut festhalten. Du
darfst mal runter gucken. Die sagen, da ist ein Magnet oder so. Nein, ein Geist ist da wohl großer. Siehst du was? Kannst du was sehen? Nö, ich auch nicht. Okay, wir lassen aber noch runterschweben, oder? Wir lassen noch runterschweben. Moment, bei drei. Eins, zwei, drei. Wow! Das ist für dich. Und du bekommst einen Riesenapplaus. Vielen Dank. Geh wieder nach unten. Du bekommst einen Riesenapplaus. So, verehrte Gäste, das war's von meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht heute Nachmittag hier. Aber ich bleibe noch ein bisschen bei euch. Ich mache noch ein paar Seifenblasen und auch noch ein paar Luftballonfiguren. Ich komme hier auf das Gelände. Ihr habt ja hier überall Platz. Hier ist gleich noch eine andere Musikdarbietung, glaube ich. Da wird noch Musik gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns noch auf dem Platz. Die Erwachsenen, tschüss, bis wieder mal. Tschüss.